Sie benötigen eine wirtschaftliche Alternative zu feststehenden Bau- oder Turmdrehkranen? Dann ist der mobile Raupenkran RC-176-6DK aus der Bayermietflotte der ideale Partner. Dank der verhältnismäßig geringen Abmessung und des 360 Grad endlos Drehwinkels lässt sich der Mobilkran optimal in beengten Bereichen einsetzen. Ein entscheidender Vorteil hierbei ist das Gesamtgewicht von 15.640 kg, welches gleichzeitig als Kontergewicht fungiert. Somit ist keine zusätzliche Abstützung bei Kranarbeiten auf festem, ebenem Untergrund erforderlich. Das am Kran montierte Planierschild dient ausschließlich zum Begradigen der gewählten Standposition. Sowohl das Befahren von unwegsamen als auch lastlimitiertem Gelände ist aufgrund der Stahlraupen mit Gummipads und dem daraus resultierenden geringen Bodendruck von nur 0,54 kg pro Quadratzentimeter mühelos realisierbar. Die geringe Gesamtbreite von 2,49 m ermöglicht sogar das Passieren von beengten Zu- und Durchfahrten. Die kraftvollen Hydraulikpumpen des Maeda-Krans beziehen ihre Leistung von einem 68,4 kW starken Vierzylinder-Komatsu-Dieselmotor. Je nach Einsatzzweck des Teleskop-Raupenkrans stehen dem Bediener drei Arbeitsmodi zur Verfügung. So kann zwischen feinfühligem, treibstoffsparendem und Hochleistungsbetrieb gewählt werden. Ausgestattet mit einem fünfstufigen Teleskopausleger und einem Hakenblock mit vier Scherleinen ist der Kran in der Lage, Lasten bis zu 6000 kg zu heben. Bei maximaler Hebehöhe von 16,70 m liegt die maximale Tragfähigkeit noch bei beachtlichen 2600 kg. Voll austeleskopiert erreicht der Ausleger die maximale seitliche Reichweite von 16,10 m und eine Tragkraft von 430 kg. Ein Plus an Reichweite bietet die optional zumiet- und ausziehbare Kranspitze. So erreichen Sie eine Arbeitshöhe von bis zu 22 Metern bei einer maximalen Tragkraft von 820 kg. Für den sogenannten Flyjib-Betrieb wird das Kranseil auf eine Einfachscherung und einen Sonderhaken umgerüstet. Eine Besonderheit des Raupenkrans ist die Möglichkeit, Lasten im gehobenen Zustand zu verfahren. Die sogenannte Pick-and-Carry-Funktion erlaubt einen Lasttransport von maximal 2000 kg und darf nur auf ebenem und festem Untergrund durchgeführt werden. Bitte beachten Sie hierbei die Betriebsanleitung sowie die Gesamtnennlasttabelle für den Hebe- und Tragebetrieb. Bei allen Hebevorgängen informiert eine Arbeitszustandsleuchte den Bediener sowohl optisch als auch akustisch über die momentan verhobene tatsächliche Last. Via Ampelsystem signalisiert diese Leuchte über eine Annäherung oder Überschreitung der zulässigen Gesamtnennlast. Alle relevanten Hubinformationen liefert der Lastmomentanzeiger. Darüber hinaus hat der Kranführer die momentane Neigung dank einer im Fahrerhaus verbauten Wasserwaage stets im Blick. Nicht nur bei der Sicherheit wird dem Bediener viel geboten, auch ein angenehmes und komfortables Bedienen des Krans wird mit einer klimatisierten Vollkabine gewährleistet. Der Luftstrom der Belüftungsdüsen wird dabei automatisch oder auf Wunsch manuell geregelt. Arbeitsleuchten und eine Rückfahrkamera, deren Bilder an den in der Kabine montierten Monitor gesendet werden, sorgen stets für einen optimalen Überblick über alle Arbeitsvorgänge. Zwei Fahr-, Seil- und Hakengeschwindigkeitsstufen bieten zusätzliche Flexibilität. Übersichtlich angeordnete Bedienelemente, ein verstellbarer Fahrersitz und ein Radio runden das Profil ab. Profitieren auch Sie von den zahlreichen Einsatzbereichen des Raupenkrans RC-176-6DK und starten Sie jetzt Ihre Mietanfrage. Das Bayer Service Team berät Sie gerne und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot.